Okay, Dead to Docker Saloon und wir haben schon lange keinen Pip mehr bekommen. Also holy shit, bitte gönn mir doch bitte, bitte, bitte endlich wieder ein. Okay, es ist ein Wesker. Ich hoffe, wir können gegen einen Wesker hier was reißen. Ich hoffe, ich kann gut die Chance progressen. Ich hoffe, ich bekomme gute Traces. Ich hoffe, ich bekomme gute Unhooks. Ich hoffe, der Killer lässt sich jetzt nicht von irgendeinem random voll 5 Chance einfach chasen. Ich kann nicht mehr reden, weil ich wütend bin. Diese letzten Runden waren stupid. Ich brauche nur noch 9 Pips. Dann habe ich es geschafft. Aber wenn das so weitergeht, dann verliere ich alle meine Leben. Und zwar auch noch das im Real Life. Vor fucking Stress einfach. Aber wir doublen direkt einen Generator am Anfang. Sehr, sehr nice. Wirklich sehr gut. Ich hoffe, so böse es auch klingt, dass der Yoiti dann auch mal bald down gehen wird. Weil ich will halt anhucken, Broski. Ich will halt fucking anhucken. Was soll ich sagen? Außer die fucking Wahrheit. Ja, lost, Broski, 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 lost, 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 lost. Bambusel? Also wollte gern drüber oder so, Homie, aber Bruder, sehe ich jetzt halt nicht ein. Broski, willst du hinterherkommen? Nee, er verpisst sich und er corrupt. Und hier ist die Corrupted Area, weshalb er natürlich nicht gerade hier hin will. Und der ist wahrscheinlich hier gerade rechts weggelaufen, würde ich mal von ausgehen. Leider wurde halt noch niemand gedownt. Ich würde halt sehr, sehr, sehr gerne Rescues bekommen. Also Lara! Liebe Lara Croft! Könnten Sie bitte sterben? Auf süß. Nur so auf cute ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der Wesker verloren ist. Oder was hier gerade schon wieder am Abgehen ist. Aber ich würde mir sehr, sehr stark wünschen, dass Downs langsam mal reinschallern. Weil ich will nicht schon wieder eine fucking Throwaway-Runde, wo nichts passiert. Wo kein Piep geschallert wird. Wo auch einfach sonst nichts passiert, Bruder. Ich glaube, ich werde wenigstens den Chase stealen. Damit ich zumindest von den Chase Points gut bin. Ich könnte natürlich auch die Mates sandbaggen, aber mache ich natürlich nicht, weil auch wenn es eine Challenge ist, so asi bin ich jetzt nicht. Okay, da drüben ist die Lady gerade am Abgehen. Sie ist gerade geslowdowned. Und wird trotzdem anscheinend relativ solide durchhalten hier. Was mich langsam aber sicher nervt. Ich bin einfach der Busch. Ich bin einfach der fucking Busch. I'll see you. Let's go. Endlich. Darf ich dich direkt healen dann? Oder du chasest mich? Ja, nee, der Wesker ist lost. Der Wesker ist verloren. Also, im One kann er mich gerne, aber Bruder, mit seiner Power kann er halt nicht umgehen. Schade. Okay. Warum betrügst du mich jetzt random mit jemand anderem? Dürfte ich das hinterfragen, Broski? Ich bin sehr verwirrt.
Aber das ist auch sehr okay für mich, weil momentan läuft solide. Ich hätte gerne längere Chases, aber ist okay. Dann gehe ich hier mal an Dingenrator ran. Er ist da oben. Mit seinem fetten Terrorradius und fetten P. Baba Boy. Wesker, was tust du? Der Arme. Der ist ja Giga verloren. Der ist ja Giga verloren. Okay. Wir sind halt trotzdem noch bei 3 Generatoren. Der Bill ist bei mir, wir können das fertig doublen. Und dann gehe ich mal Main, einfach weil er anscheinend sehr gerne bei Main ist. Ist anscheinend einfach sein Hobby oder so. Ich pressure dann einfach den Generator oben, dann muss er mich doch langsam mal chasen hier. Dann reicht's doch langsam mal, oder? Einfach mal preachen, dass er gerade nicht hier ist. Doch, genau hier ist er. Ah, doch nicht. Ah, Deadlock oder was? Oh! Also, I mean, hat jetzt nicht so viel gebracht in deinem Leben, aber... Ey, nice one, dass du da jetzt nicht für einen Hit gegangen bist. Das war strong. Das war straight up strong. Aber warum wolltest du hier? Die Points nehme ich noch mit. Dann warte ich auf den Champ Pop, bekomme Adrenaline, habe noch einen guten Chase gehabt. Dann spray ich mich und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon rausgehen. Ohne einmal gedownt zu sein, das heißt. Gedownt worden zu sein. Ich dachte schon, das Satz war ein bisschen weird, ja, true. Das heißt, ich bekomme schon mal einmal Eerie. Für Generatoren würde ich auch behaupten, einmal Eerie. Für Rescues nicht. Für Chases Gold. Also ein Pip kann es auf jeden Fall sein. Ich würde momentan noch ein bisschen aufpassen auf jeden Fall. Dass er jetzt halt nicht mit Know-It kommt. Würde er jetzt halt mit Know-It kommen, wäre das extremst ungeil. Ist aber zum Glück nicht so. Er geiert auf den Bill. Ich würde gerne noch eine Rescue doch bekommen. Der Bill will mich aber anscheinend wirklich umbringen oder so. Ich laufe in die Map rein. Da bekomme ich halt noch viel mehr. Und ich habe Hope. Ich habe halt Hope dann. Das Ding ist halt, der Yoichi sollte halt hier kommen und mich rescuen. Rescuen sage ich schon, healen. Heil mich! Hallo! Hände in die Höhe! Penis auf dem Boden! Was soll ich sonst noch sagen?
Uiuiuiui, aber come on! Das Risiko war's wert, das ist ein Double Pip. Das ist ein Double Pip. Wenn das kein Double Pip ist, dann weiß ich nicht, was ein Double Pip. Das ist ein Pip. Warum habe ich die Scheiße überhaupt noch gemacht? Warum habe ich überhaupt noch was riskiert? Spielen wir doch selbst!